Yo Freunde, was geht? Ich bin's wieder, euer Khalid und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir, Freunde. Ja, Freunde, wo soll ich anfangen? Wo soll ich aufhören? Erstmal vielen, vielen Dank für das letzte Video nach 4 Monate YouTube-Pause. Ja, ich habe davor ja FC-Talks und so gemacht. Sorry, das ist mein Stuhl leider. Ist ein Zweiter Weltkriegsstuhl mittlerweile geworden. Aber Freunde, ja, kommen wir zurück und zwar wollte ich nochmal Danke sagen. Ist jetzt, glaube ich, das 5. oder 6. Mal, dass ich das Intro jetzt neu aufnehmen musste, weil ich immer wieder so einen Hänger hatte. Aber wie gesagt, nochmal vielen, vielen Dank. Hätte ich nicht gedacht, dass da 100 stabile Ferkel am Start sind. Und ja, wie davor, weiß ich jetzt nicht mehr genau, was ich gemacht habe. Ich kann mich nur erinnern, es waren FC-Talks und zuletzt ein Story-Game von mir mit Mafia 1, was wir ja auf Platin gespielt haben. Bevor ich jetzt hier weitermache, möchte ich euch noch vorher sagen, wenn ihr dieses Video hier seht, bin ich schon im Urlaub seit 4 oder 5 Tagen, weiß ich jetzt nicht genau. Ja, auf jeden Fall, wir haben jetzt den 12., genau, 12.9. Ja, ich wollte mit euch noch eine Clubtour mit euch machen. Und zwar wollte ich euch meinen Verein zeigen. Leider habe ich das ja auch im letzten Video schon angesprochen. Kann man mein Team von FIFA 21, 22 kann man noch sehen. Aber FIFA 21, 20, 19, wo ich mit angefangen habe, mit FIFA 19, beziehungsweise FIFA 18, aber noch nicht so richtig, nur ein bisschen hier und da mal ein paar Leute geguckt. Aber ich kann leider nicht mehr auf meine alten Mannschaften zugreifen. Da muss man schon in alte Streams von mir rein, wo ich noch hier auf YouTube gestreamt habe. Ja. Da wollte ich euch mein Team jetzt mal hier zeigen und das in Zukunft auch immer am Ende von FIFA machen. Deshalb lasst mir gerne doch einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal, wer es noch nicht getan hat, würde mich wirklich freuen. Ja, ich würde wirklich weitermachen, wenn da ein bisschen mehr Liebe kommt wie beim letzten Video. Und zwar würde ich direkt mal jetzt weitermachen. Wir sehen uns jetzt zu meinem Team. Einige haben es schon gesehen, aber ja, seid gespannt, Freunde. Ja, Freunde, hier ist das Team. Also ich hätte nicht gedacht, es ist das erste Mal, glaube ich, oder das zweite Mal seit nicht letztem Jahr, sondern FIFA 20 habe ich zuletzt mal so bis Ende durchgezogen, weil davor die Teile habe ich leider nicht bis zum Ende abgeschlossen, weil ich weiß noch ganz genau, FIFA 20 war der Teil, wo wir bis Summer Heat, glaube ich, sogar aufgehört haben, beziehungsweise da gab es ja auch Footies, aber bei Summer Heat war, glaube ich, das letzte, vorletzte Event. Und Footies, ich bin mir nicht sicher, ob Footies dabei war, oder das war FIFA 21, ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall, FIFA 20 habe ich wirklich bis zum Ende durchgezogen, aber 21, 22 war ich schon lange draußen. Und ja, dieses Jahr habe ich es wieder getan, nach 2 Jahren. Und ich muss sagen, das ist dabei rausgekommen. Ronaldo, Messi oder Pelé hatte ich jetzt leider nicht mehr gezogen aus den 85, 86 plus mal 10 Picks, Packs. Und ja, immerhin trotzdem noch den fetten erneut mit einem Müsli-Riegel noch gezogen und den guten Thierry Henry Coverstar-Icon auch gezogen. Und ein Level-Up-Pick, einen krassen Level-Up-Pick hier gezogen. Ich kann euch ja mal hier einen Screenshot zeigen. Also das ist das aktuell letzte Level-Up-Pick, das ich jetzt hier gemacht habe und glaube ich auch machen werde. Varane und Tchouaméni, also Spieler, die man wirklich erst am Ende wieder bekommt, die, wo man die wirklich nicht braucht, weil wir ja in der letzten Weekend League ja kommen. Beziehungsweise ich habe ja meine letzte Weekend League schon gespielt. Aber die letzte, die jetzt kommen, noch kommen wird, werde ich aber jetzt noch nicht spielen. Und ja, trotzdem, Tchouaméni und Varane, ich wollte beide auch haben, aber davor, da kann es halt träumen, auch wenn EAFC, wenn wir das so weitermachen. Ich habe mich halt für Varane entschieden, weil ich schon Marquisio und Bellingham habe mit 99. Und Varane habe ich dann halt hier mitgenommen. Da die Abwehr mit Matthäus eigentlich auch gut besetzt ist. Und hier Konaté und so hatte ich ja. Und Declan Rice.
Aber ich habe jetzt einfach mal Varane hinten reingetan. Und wie gesagt, das ist mein Team hier. Cap de Vier habe ich leider auch noch nicht gezogen. Deswegen habe ich auch Maldini da. Also sind einige, die noch fehlen. Wie gesagt, Messi, Mbappé, Cristiano Ronaldo. Leider immer noch nicht. Aber ich würde mal sagen, wir gehen mal in den einzelnen Events mal rein. Und ja, fangen wir mal an. Also ich finde das echt gut, dass man hier mit der Funktion, wenn man hier sucht, also jetzt nicht hier, oder was habe ich nochmal gemacht? Nicht Dreieck. Genau, dass man hier reingeht und mit der R1, L1 Funktion einen neuen Filter hier hat. Ich würde sagen, wir gehen mal zu CoverStar Icon. Und ja, die Leihspieler müsst ihr jetzt nicht beachten. Ja, wir haben hier Del Piero, den ich leider gar nicht gespielt habe. Xavi Alonso leider sehr viel zu kurz. Roberto Carlos, dieses Jahr alle Versionen gezogen, glaube ich, gefühlt. In den letzten 2 Jahren habe ich den auch immer wieder gezogen. Die Mid- oder Prime-Icon war das immer wieder gewesen. Wayne Rooney, auch die Full Birthday-Icon werden wir gleich auch noch sehen. Das habe ich jetzt leider vorgespoilert, aber dennoch nicht so schlimm. Rui Costa, Grüße gehen raus an meinen Nachbarn. Der weiß Bescheid. Shevchenko, Scholes, eine Menü-Legende. Und ja, das ist dann schon mal Event Nummer 1 gewesen, aber alphabetisch gehen wir hier. Dynamic Duos habe ich jetzt nicht mitgenommen. Ich kann mich nur erinnern, Yamik gab es ja ganz am Anfang. End of Era habe ich leider auch ein, zwei SBCs, Karten in die SBCs reingetan. Aber dennoch nicht alle. James Milner. Also ich habe die, glaube ich, alle reingetan wegen diesen ganzen 85, 86 plus mal 10 Packs. Und ja, aber immerhin, mein Fronk und Hector habe ich immer noch behalten. Ja, Firmino sind, glaube ich, auch später gekommen. Kante hier auch noch vor kurzem gemacht. Habe ich eigentlich nicht mitnehmen wollen, aber durch diese ganzen Upgrade-Packs konnte man die ja mitnehmen. Auf easy. So, dann Out of Position war jetzt nicht so ein Event, was ich jetzt dieses Jahr gefeiert habe. Bis auf so ein Hernandez oder dieser Touré da, der 2 Meter groß ist, glaube ich. Gehen wir weiter mit Food Fantasy. Isaac war auf jeden Fall sehr gut, kann ich mich noch erinnern. Dieser Al-Jabbar, oder war das ein anderes Event? Bin mir jetzt nicht sicher. Diogo Jota und Hazard waren auch erst vor kurzem gekommen vom 85 mal 10 Pack. Und ja, ich gehe immer wieder in meine Startaufstellung wieder rein. So, dann Food Fantasy Heroes, Morientes, Cordoba und Coit. Leider auch zum ganz falschen Zeitpunkt. Hätte man gerne zum aktuellen, beziehungsweise in den aktuellen Event direkt halt, ne? Aber man, wie man ja Saflansport kennt, zieht man das halt, wenn du Glück hast, maximal nur eine. Ja, dann World Cup-Dinger. Den Skiri, der leider schon weg ist. In Frankfurt, den habe ich damals auch gezogen. 15 Mille war der Wert oder so. Aber keine Ahnung, was der jetzt wert ist. Ist ja auch egal, das ist jetzt unwichtig. Da waren ja noch Gnabry und so dabei. Habe jetzt nicht alle wieder mir gemerkt. So, dann Food Birthday. Eines meiner Lieblingsevents. Hinkapié, Disasi war damals, wo der zur SBC rauskam, ist einer der besten Innenverteidiger gewesen, wo noch dieses Event frisch war. Jeder hat die sich, glaube ich, mitgenommen. Ja, dann Anthony, der hat leider auch gerade sehr, sehr viel, ich würde mal sagen, es ist gerade am Überkochen. Ihr wisst ja, was ich meine, ne? Ist ja auch wieder hier mit seiner Freundin, wird er ja wieder beschuldigt und ach, das wird leider wieder teuer. So, dann Future Star Fernandes. Ich hatte auch noch Dutzend etliche hier von diesen Karten gehabt. Die sind auch alle in diesen Upgrade Packs reingegangen. Dann normale Base Heroes. Was ja auch ganz am Anfang gekommen ist. Food Centurions. Im Kartendesign her richtig, richtig schön. Aber du hast die halt wieder nicht ziehen können, ne? Also Spieler wie mich oder viel bessere Spieler. Keine Ahnung, ich hab diese Karten nicht viel gesehen bei den Leuten. Ja. So, Footballers.
Da hatte man, glaube ich, nur diese SBCs gehabt. Keine Ahnung, ob man die. So, dann die roten Player Picks. Ruben Dias, Kane, Martinez, ja, das waren ja diese Tots-Karten. So, dann Fruitbuster, Econ. Und zwar müssten das fast alle SBCs sein. Also Puskas war eine SBC. Cantona war damals eine SBC, auch eines der heftigsten Karten gewesen. Bestgezogen, Eusebio SBC, Jasinho SBC und Rooney gezogen. Ich muss sagen, auch für mich ein W-Event. Allein auch das Kartendesign und die Spieler halt, ne? Natürlich auch zur späten Stunde leider gezogen. Jasinho. Ich wollte am Ende halt die Karten halt nur mitnehmen zur Sammlung für jetzt zum Beispiel halt, ne? So. Kommen wir zu den Footies, Freunde. Ja. Bevor wir den Level Up Varan gezogen haben, gab es dann nochmal ein Rashford dazu. Und ja, wir haben ja auch hier mit Thiago eine SBC gehabt. Also so sind einige SBCs wieder gewesen und viele, viele 85 mal 10 und 86 mal 10. Einige auch 84 mal 10 waren ja dabei. Die haben wir alle gezogen. Ich glaube, Kolo Muani war eine SBC. Gosens war erspielbar. Rodri SBC. Nee, erspielbar. Und Rodrigo war SBC. Koundé war eine SBC. Also viele, viele SBCs, war ja fast jeden Tag eine neue SBC gewesen. Und ja, ich fand von hier Koundé als Innenverteidiger sehr, sehr, sehr stark. Sancho habe ich leider nicht gefeiert. Weder auf rechts noch auf links. Son habe ich, glaube ich, abgegeben. Vor Wut, weil der mich genervt hat oder so, keine Ahnung. Weiß ich jetzt nicht. Ich sehe den gerade nicht, vielleicht eine andere Version oder Premium war der, genau. Dann gehen wir mal zu den Footies Heroes. Ja, auch viele SBCs. Ginola hier der stärkste mit Abstand. Ricardo Carvalho habe ich auch mitgenommen. Und ja, waren jetzt nicht so viele, die hier dabei sind, die, wo ich also hatte sagen können, ja, die sind wirklich gut. Bis auf Ginola und Ricardo Carvalho war okay, aber war jetzt nicht das Beste. Aber bis jetzt hier war Ginola mit Abstand der Beste. So, Gold Food Champions. Team of the Week. Das ist jetzt total dieses Jahr leider uninteressant geworden. Normale Icons. Da haben wir ja Pelé aus dem Icon Pick gezogen. Zidane Icon Pick. Puskas Icon Pick. Und Garrincha, glaube ich, auch Icon Pick. Carlos Alberto war eine SBC gewesen. Zambrotta eine SBC. Und Carlos haben wir, glaube ich, auch aus einem Icon Pick gezogen. Zambrotta war Rechtsverteidiger. Carlos Alberto habe ich damals auch Rechtsverteidiger gespielt, aber ich fand den genau wie bei Condé als Innenverteidiger tausendmal besser. Und ja, auf jeden Fall, Pelé war auch damals sehr, sehr stark. Hat bei mir auch am Anfang mehr Tore gehabt als Spiele. Und der war danach nicht mehr so gut, wegen seiner Körper und Ausdauer. Zidane war auch heftig gewesen, habe über 800 Spiele mit denen gemacht. Ja, das waren die Prime Icons gewesen. Dann Level Up, davon habe ich jetzt nur so billige immer gezogen. Renato Sanchez auch am Anfang gehabt. Calhanoglu, Sterling, Kululu. Ich glaube, diese anderen Level Up, gibt es nochmal einen anderen. Also das war ja diese nicht geupgradete Version. OTWs werden auf jeden Fall nicht dabei sein. POTM waren SBCs, habe ich leider keine mitgenommen. Boah, POTM Ligue 1 war ja hier mit Mbappé, diese brüchige Karte. Ja, viele habe ich leider hier nicht mitgenommen. Ja, das sind dann jetzt hier die Premium-Footies. Auch extrem viele mit 86 mal 10 hier gezogen. Hier ist der Son, der hat mich auch am Ende genervt. Konaté konnte man erspielen. Donnarumma war leider nicht so schön. Waren halt viele, die nicht so gut sind, aber einige, die gut waren. Podolski zum Beispiel war für mich absolut, absolut gut mit seinem linken Hammer. Den habe ich auch viel gespielt. Den Frimpong war okay. Thuram geht. Saint-Just war eigentlich auch gut. Rechtsverteidiger auch. Also ich habe jetzt nicht alle gespielt.
Ferrari habe ich auch hier gespielt, war aber jetzt nicht so besonders. Bis auf Poldi und Son war, ging noch so. Konaté war hinten stabil, aber ja. So, gehen wir zu Premium Level Up. Da haben wir es. Genau, den Varane habe ich ja in der Startelf. Das waren ja die anderen, die ich noch gezogen habe. Jimenez habe ich auch tausendmal, glaube ich, gezogen. Konnte man, glaube ich, noch sehen. Shapeshifter, die hast du auch ohne Ende. Ich habe jetzt Zahash hat noch ohne Ende von den anderen Upgrade Packs gehabt. Dann Benassa, SBC auch gehabt. Ich glaube, Atal müsste ich auch hier von dem hier was gehabt haben. Ich glaube, sind alle in diese SBCs gelandet. Rulebreaker, Paulinho, der war ganz, ganz am Anfang von FIFA 23 da gewesen. So, kommen wir zum kurz vorm Ende. Shapeshifter Econ von hier fand ich am besten. Wen fand ich denn hier am besten? Cech, genau. Cech war der Beste. Zabrotta war auch gut, aber Cech war hier für mich der Beste von allen. Ich habe Zola auch mit in der von der SBC mitgenommen. Und ja, der Rest halt alles gezogen, ne? Cech ist jetzt damals halt der Beste von allen. Also Torwart als Stürmer war schon crazy, dieses Event. Aber es ist ja halt wie jedes Jahr die Shapeshifter. Das Shapeshifter-Event. Dann hier die normalen Shapeshifter. Van Dirk habe ich leider nicht gezogen, aber die anderen Bretter hier nach und nach mit Bruno Fernandes, Martial, Depay. Pogba habe ich leider noch nicht. Loris war ja gut, Klostermann. Und hier Camavinga war der einzige, er spielte, weiß jetzt nicht, welche jetzt hier die SBCs hier waren. Ich glaube, dieser Milinkovic-Savic, den ich ja auch im TikTok-Video mal erzählt habe. Showdown Plus müsste der Declan Rice sein, der ist jetzt aber in der Startelf. Hier habe ich jetzt auch keinen. Silberspieler habe ich jetzt nicht. Ja, und das sind halt jetzt die Tots-Karten, ne? Also hier habe ich auch so viele, die man wirklich wieder zum falschen Zeitpunkt kriegt, aber man hat die immerhin. Und ja, hier Nkunku, Hernandez. Weil sind jetzt nicht so, sind jetzt nicht einige, die jetzt nicht so besonders sind, aber hier ab 94, 95 bin ich schon ordentlich gut. Und ja, 99er Messi ist ja, ne, 98er Messi ist ja auch da. Dann Totti, fast alle. Hier fast alle. Mbappe würde ich auch mal mitnehmen. Hätte ich gern mitgenommen. Bellingham war der Erste, danach war Militao, dann Courtois, dann Hakimi. So, hier sind ja noch welche. Ja, dann haben wir hier noch Neymar, Varane, auch in Ordnung. Hier war Kane, glaube ich, hat sich mal eine Aufgabe gemacht. Tutti Icon, bis jetzt hier der Van der Sar für mich der beste, die beste Karte hier gewesen. Der Rest war solide, aber Van der Sar für mich der Beste. Also als Torwart, als Feldspieler konnte ich hier kein Spiel. Ich habe mal Ashley Cole eine kurze Zeit gespielt, aber der Rest habe ich leider nicht gespielt. Obwohl ich hier AC Milan-Sympathisant bin und hier Nesta und Pirlo habe. Ja, aber Van der Sar mit Abstand der Beste. Trophy Titan. Touré auch gezogen und Trophy Titan normale Icon. Habe ich, glaub ich, fast alle hier gezogen. Okay, bis Jan, aber da waren noch viel mehr. Da war Owen und so gewesen noch. Waren alles in diesen ganzen 94 Plus Picks reingesteckt worden. Van Basten und so. Ja, war ganz ordentlich. Hat Bock gemacht, dieser Grind am Ende von FIFA nochmal. Dass man alle Karten nochmal mitnehmen konnte. Und ja, auf jeden Fall würde ich da noch weitermachen. Das war jetzt echt lang, hier nochmal Flo Wirtz. Smolarek. Butra. Haben wir hier was? Nein. Hier, die Karte war ja mit Mbappé mit dabei gewesen. Und das war's auch schon, Freunde. Ja, waren auf jeden Fall eine Menge Karten. Ich zeige euch jetzt nochmal meine Startelf. Obwohl ihr die ja schon am Anfang gesehen habt. Und hier nochmal meine Bank. Ja, hier nochmal Leo mitgenommen. Wie gesagt, Messi, CR7 und Mbappe, Neymar, die vier Besten. Konnte ich leider nicht ziehen. Aber wir haben den fetten NF.
Und Henri ist okay, aber im nächsten FIFA, beziehungsweise jetzt in EFC, wollen wir, beziehungsweise möchte ich mit euch wieder bis zum Ende durchziehen, Freunde. Ja, ich hoffe, das Video wird jetzt nicht so lang, weil ich will jetzt euch nicht immer so auf die Länge spannen. Deshalb war es das hier von mir. Ja, vielen Dank für diejenigen, die es bis hierhin geguckt haben. Lasst mir gerne ein Like da. Abonniert den Kanal, wer es noch nicht gemacht hat. Ich würde mich sehr gerne freuen, Freunde, wirklich. Und ja, abonniert das Ganze. Bei 1000 Abonnenten kommt meine erste peinliche Story. Deshalb abonnieren. Ja, Freunde, da würde ich sagen, war es das an der Stelle. Ich hoffe, ich habe euch nicht zu viel rumgebabbelt. Meine FIFA-Club-Tour, FIFA 23, leider kann ich immer noch nicht, beziehungsweise werde ich wahrscheinlich nie wieder in den alten FIFA-Teilen reingehen können. Aber falls euch das noch interessiert, wenn ihr meine alten Teams sehen wollt, die leider nicht so prickelnd waren, ich weiß nicht, ob ich FIFA 20 irgendwas zu sehen ist, da müsst ihr vielleicht ein bisschen runterscrollen in meinen Videos. Ich habe leider jetzt nicht so viele FIFA 20 Videos, glaube ich, drin gehabt, sondern nur Streams. Ansonsten, Freunde, war es das jetzt. Vielen Dank nochmal. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da, Freunde. Würde mich wirklich freuen und ich will mit euch wirklich zu EFC bis von Anfang bis zum Ende durchziehen. Und bei 1000 Abonnenten, Freunde, möchte ich mit euch die erste peinliche Story mit euch bringen. Deshalb abonniert, Freunde. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns zum Neustart wieder. Ich melde mich auf jeden Fall. Ich brauche jetzt Urlaub, Alter.